Hast du mit Joachim gesprochen? Sicher, dass das hierher gehört? Schön langsam, Bruder. Eilst du zum Gebet? Was trägst du da herum und weshalb? In deiner Truhe war ein Dolch. Warum auch nicht? Immerhin habe ich ihn selbst dort versteckt. Durchwühlst du immer die Sachen anderer? Beantworte du mir lieber eine Frage. Ich denke, du weißt welche. Wozu braucht ein Mönch einen Dolch? Dieser Dolch ist das einzige Erbstück meines Vaters. Er befand sich in unserem alten Laden, unter der Theke. Vater hatte ihn dort, um sich vor Dieben zu schützen. Als ich klein war, bewunderte ich diesen Dolch und fragte Vater, ob er ihn mir schenkt, wenn ich älter bin. Er sagte ja, aber dass ich ihn erst nach seinem Tod bekäme. Sprich weiter. Nun, Vater ist tot und ich bin hier. Dieses Stück Metall ist das einzige, was mir von der Außenwelt geblieben ist. Ich weiß, es ziemt sich nicht für einen Mönch, aber ich kann mich nicht davon trennen. Jetzt weißt du alles. Bist du nun zufrieden? Die verbotenen Bücher mit. Ha! Das sieht aus wie Sarazenensprache. Ibn Sina, den suche ich. Avicenna.
Hier ist das Buch, das du wolltest. Das ist es tatsächlich. Nun kann ich dem Abt endlich sein Heilmittel zubereiten. Das Buch bringe ich dem Bibliothekar zurück und tu so, als hätte ich es herumliegen sehen. Dann schlägt die Sache keine hohen Wellen. Schließlich möchte er nicht, dass jemand denkt, er hätte seine Pflichten vernachlässigt. Es wird ihn verrückt machen. Habe ich das Buch liegen lassen oder nicht? Kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen? Ich würde gern mehr über einige der anderen Novizen erfahren. Welch seltsamer Wunsch. Die einzigen, die alles über die Novizen wissen, sind der Abt und der Prior. Im Buch des Abtes stehen Berichte zu jedem Klosterbewohner. Aber es befindet sich im Studierzimmer des Priors unter Verschluss. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Ich muss dir danken. Und wegen des Buches. Lass dir ja nicht einfallen, es zu stehlen. Ich würde immer noch gern mehr. Ist keine große Sache. Im Versteck waren auch viele Münzen. Das sieht ziemlich verdächtig aus. Ich gebe zu, es erweckt diesen Anschein. Aber wenn ich dir sage, was ich vor allen verberge, wirst du es verstehen. Ich denke ungern an das, was ich verlor, als sie mich herschickten. Außerdem hasse ich die Frage. Ich war reich und hatte alles. Aber dann spürte mein Vater sein Ende nahen und beschloss, einen seiner Söhne ins Klo. Sie sagten, ich hätte keinen Sinn für die... Was ist mit dem Dolch? Er erinnert mich an bessere Zeiten. Vater schenkte ihn mir, als ich ein kleiner Junge war. Er hat mir mehr als einmal gut gedient, wenn ich mich betrunken mit den falschen Leuten einließ. Weißt du, wie man kämpft? Aber sicher. Saufen und prügeln. Gott, wie ich das vermisse. Erzähl mir mehr von diesem Buch. Ich fand es in der Klosterbibliothek. Es stand im falschen Regal und ich nahm es mit, um es später zu lesen. Es ist das Necronomicon. Geister, Dämonen und Beschwörungen jenseits unserer Welt. Das Buch ist in einer seltsamen Sprache geschrieben, die ich kaum verstehe. Immer nur Barra hier und Barra dort. Wer weiß, was das bedeutet? Ich habe die Silben gezählt und die Wörter rückwärts gelesen, aber ich komme auf keinen grünen Zweig. Oh. Ich bin nicht sicher, was der Prior oder der Zirkator zu einem solchen Buch sagen würde. Oder sonst jemand. Es klingt äußerst verboten. Pah, Vorurteile. Aber du hast recht, es ist verboten. Nur ohne Grund. Hat Wissen den Menschen denn je geschadet? Du hast recht. Wissensdurst sollte niemals verboten sein. Ich bin froh, dass du es genauso siehst. Schau dir das Buch doch selbst an. Vielleicht kannst du mehr damit anfangen. Ich verstehe keine einzige Silbe. Nur bitte sag niemandem etwas davon. Wenn die anderen erfahren, dass ich das Buch genommen habe, stecke ich in großen Schwierigkeiten. Wissensdurst ängstigt unsere Mitbrüder nämlich. Was für ein Buch ist es? Ich fand es in der Klosterbibliothek. Es ist das Nekro... Wer weiß, was... Oh. Pah! Du hast recht. Ich bin froh. Nur bitte sag... Ist mir ohnehin ziemlich egal. Pass auf, wo du hingehst.
Was haben wir denn da? Das Buch mit den Berichten über die Novizen. Was zur Hölle war das? Was tust du hier des Nachts? Du solltest schlafen, nicht Leute ängstigen. Interessant. Aber ich weiß immer noch nicht, wer Pius ist. Bruder, ich würde dich gern um einen Gefallen bitten. Ich glaube, du bist der richtige Mann dafür. Oder warst es, bevor du hierher kamst. Verstehe. Ich nehme an, du willst etwas Ungehöriges. Ja. Ich brauche unbedingt die Schlüssel zum Kloster. Das wird nicht leicht, das sage ich dir gleich. Der Prior trägt sie immer bei sich. Daher frage ich mich, wie ich dir dabei helfen soll. Gibt es einen anderen Weg nach draußen? Der Weg nach draußen ist durch eine ganz normale Tür versperrt. Sie hat lediglich ein etwas komplizierteres Schloss. Ich kann dir ein paar Dietriche verkaufen. Mit etwas Übung knackst du es. Ich möchte noch etwas anderes. Bruder, denk an deinen Eid. Du darfst das Kloster nicht verlassen. Ich will dich weder rügen noch über dich urteilen. Denk nur gut über das nach, was du vorhast. Für einen Mönch hast du interessante Fähigkeiten. Würdest du mir von deiner Vergangenheit erzählen? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Wir alle waren einmal jung und dumm. Ich studierte damals in Prag, war bankrott, lebte von der Hand in den Mund und lernte den lieben langen Tag. Also wurdest du zum Dieb? Ich sorgte dafür, dass ich über die Runden kam. Hier eine Gans, da ein paar neue Schuhe, dort ein paar Groschen. Hätte ich damals nicht gestohlen, hätte ich mein Studium nicht beenden können. Ich wäre zum Bettler geworden. Wer außer mir kann schon von sich sagen, Gott nur deshalb dienen zu können, weil er früher ein Dieb war? Niemand, Bruder.
Danke, dass du mir das anvertraut hast. Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Ich habe im Buch des Abtes gelesen. Darin steht, dass du nicht so heilig bist, wie du vorgibst. Offenbar bist du sogar ein rechter Lüstling. Du bist in sein Quartier eingedrungen, um mich auszuspionieren? Damit kommst du nicht davon. Ich habe dich nicht gefragt, was Recht und Unrecht ist. Ich bin vielmehr an den Dingen interessiert, die im Buch über dich stehen. Ich sage dir gar nichts und werde dich sofort melden. Wenn du das tust, verpasse ich dir einen Schlag, den du nicht mehr vergessen wirst. Nein, nicht schlagen! Ich sage niemandem etwas, ich schwöre es. Erzähl mir von dem...